Moin Leute und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Wir machen weiter mit Park Fortuna, da sind noch ein paar Siegen offen, ich glaube sogar nur noch drei, ne? 100 Münzen, den letzte Kapitel und noch ein Geheimer. Und noch ein paar blaue Münzen sind da offen, ich glaube 6 Stück an der Zahl, wenn ich mich nicht irre. Ich kann ja nochmal in die Übersicht gucken auf der Karte, aber ich glaube es waren 6. Fahren wir erstmal mit der Achterballonfahrt, das ist echt eine... ich will's schon so sagen, eine ziemlich beschissene Mission, muss ich sagen. Ach ey, da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf, so wirklich. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal in Kapitel 6 danach und 100 Münzen sammeln, aber ich glaube, das mache ich. Wobei kann ich alles in einem Rutsch machen, theoretisch, aber wo. Nee, man fliegt eh aus dem Level raus, ist eh egal. Wo ich die 100 Münzen sammle. Aber ich kann ja noch mal in Kapitel 6 zum Beispiel nach blauen Münzen gucken, da haben wir eh Yoshi hier. Oder ist der immer jetzt hier? Wartet mal. Aua, ey! Warte mal, ich hab grad einen Vogel. Ist hier noch ein blauer Vogel irgendwo? Jo. Okay. Aber weiß schon, wo eine blaue Münze ist. Ich hab grad hier auf Twitch schon, da hab ich eigentlich schon blaue Vögel gefunden. Alter. Ist widerspenstig, wa? Aber die kann ich fast besser mit Yoshi. Ja, komm, scheiß drauf. Ich feste mit Yoshi, wenn ich den hier kriegen sollte. Ich muss ja eh hier hoch, stimmt. Der Yoshi ist nämlich, glaube ich, nur in Kapitel 6 hier. Er ist nicht da, auf jeden Fall nicht hier. Was ist denn hier los? Ich denke, dass du zügig dafür bist. Gehen wir weiter. Achso, der meint den Jungen hier. Papa, hast du Angst? Gute Frage, ne? Ist hier oben. Was ist denn hier oben drauf eigentlich? War hier oben was drauf? Weil hier sind auch wieder Vögel. Ist hier nicht auch noch ein blauer bei oder so? Dann ist da oben noch eine blaue Münze auf jeden Fall. Die muss ich noch holen. War ich da oben auf dem Holzding schon drauf? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es hier keine Düsen, ne? Ich mache jetzt erstmal das Kapitel hier. Ist jetzt auch egal. Mit wem muss ich denn hier sprechen? Mit dir? Willkommen zur Wiedereröffnung der Achterbahn. Ein Wasserballon-Abschusswettbewerb findet gerade statt. Versuch starten, na klar. Triffst du alle Ballons mit Wasserraketen, ehe die Achterbahn 3 Runden gefahren ist, gewinnst du. Wir berechnen dir dann einen Preis. Viel Glück. Den sieht mir der Sonne, logischerweise. Und da sind schon welche. Bam! Sauber, die sind beide weg. Neue Ballon bitte. Neue Rakete bitte. Ach, dann schon abgeschossen. Ah, die hätte ich mir vielleicht besser hierfür aufgehoben. Perfekt, alle drei getroffen. Alter, hallo, alle über Kopf hier, ey. Wollen wir auch noch was treffen oder wie? Alter! 7 von 20, ach, wir haben unten Übersicht, das ist schon gut. Vielleicht damit irgendwas? Ja. Oh, der ging daneben, aber komplett. Okay, einen noch getroffen. Wir haben ja 3 Runden, ist ja alles kein Problem. Wir haben schon die Hälfte. Nur einen davon wieder getroffen und den anderen auch noch direkt hinterher, bam. Wo sind jetzt hier noch welche? Ich nehme eine Rakete mal bitte. Ah, da komme ich auch nicht ran. Das war durch das Ding schießen, genau. Habe ich einen getroffen? Ne, ich glaube nicht. Bam! Oh, der ist weg. Den noch. Ich glaube, ich muss welche treffen, wenn ich über Kopf bin. Scheiße. Die drei hier vor allem, ey. Bleibt die mal im Auge. Soweit es geht. Alter. Ach, okay. Ja, zumindest den einen noch getroffen, okay. Trifft der? Jawohl, der ist weg. Die zwei dann noch. Und, oh, die drei noch, okay. Ich sollte einfach mal schießen vielleicht. Vielleicht treffe ich ja. Ja, das ging daneben, aber völlig. Ich habe noch eine Runde, das ist alles gut. Oh, perfekt. Geschafft. Das Album ist getroffen, fantastisch. Was habe ich gesagt? Die Mission ist scheiße. Ist eigentlich doch sehr fair. Das war ja jetzt First 2. Habe ich noch nie geschafft, glaube ich. Du hast geschafft. Wie du siehst, sind die Ballons wieder da. Komm wieder, wann immer du willst und probier es erneut. Ja, bestimmt nicht. Ich finde das zum Kotzen, die Mission, ganz ehrlich eigentlich. Ich wundere mich gerade selber, dass ich das beim ersten Mal geschafft habe. Na, ach. Ja, hi. Ja, du kotzt mich mal. Kleiner. Ach, da erstmal nach. Hast du zugeguckt? Hast du gut zugeguckt? Hast du was gelernt wahrscheinlich bei. So, sichern und weiter, Leute. Jetzt noch die übrigen
Insignien, also 100 Münzen. Ich glaube, die mache ich jetzt doch zuerst. Ich hatte eh vor, was am Strand zu machen. Denn ich befürchte, oder ich vermute, da werden auch Schmetterlinge sein. Der Josh liegt nicht umsonst da. Und bestimmt auch ein blauer, da wird bestimmt auch eine blaue Münze bei sein. Vielleicht auch zwei, keine Ahnung. Ich gehe trotzdem in Kapitel 6, einfach um zu gucken, ob diese Viecher jetzt hier sind. Und eventuell mal, wenn die nicht da sind, die Viecher, dann können wir nur noch das Yoshi-Karussell machen. Den anderen Geheimstern, deswegen kein Problem. Genau, die meine ich da, die fliegenden. Sind die auch Münzen an dem Stück? Ne, hier sind keine, ne? Wie es aussieht. Ne. Dann machen wir die doch erstmal kaputt, oder? Habt ihr? Die Mistviecher. Aua! Oh, jetzt hat er meine Mütze. Ich glaube, ich nehme permanent Schaden, oder? Nehme ich nicht permanent Schaden in dem Spiel? Ja, nehme ich auch. Oh, her mit der Mütze wieder, danke. Ist wichtig hier die Mütze, ganz ehrlich, in dem Spiel. Wir haben jetzt schon 11 Münzen hier, wir haben noch nicht mal den Strand richtig sauber gemacht. Komm her. Warum fliegt der andere jetzt weg? Der fliegt weg? Hallo, was soll denn das? Komm her. Zack, weg mit dir. Ah, die geben so viele Münzen, das ist eigentlich schon viel zu viel, ey, muss ich sagen. Damit wird die... Hallo? Komm her. Und bam. So, da guck mal, da sind jetzt noch 4, ne 5 sogar. Da sind nochmal 25 Münzen, haben wir schon die Hälfte. Und da sind hier noch überall im Sand welche versteckt, Alter. Also hier 100 Münzen zu ist, glaube ich, echt kein Problem. Ich glaube, die kann man allein schon am Strand hier holen, oder? Ramona. Nein, ach man. Ja, man nimmt mal den permanenten Schaden, wenn man die Mütze nicht hat. Ja, die sollte ich mal wieder nehmen, ne? Wenn die da schon so rumliegt, so komisch. Komm runter. So, oh, die haben aber auch Nasen, ne? Ich hab so halt gefühlt, dass die Viecher allgemein so ein bisschen der Goomba-Ersatz sind. Die gibt's ja auch in klein und so. Und Goombas gibt's ja an sich nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Viecher heißen übrigens. Wie sie sich nennen. Ob da überhaupt im Spiel gesagt wird, weiß ich auch nicht. Was denn hier? Da ist ein Palmer drin. Kann ich die sprechen? Ey. Ich komm eben nicht hoch, oder? Guck mal. Ist das irgendwie buggy oder so? Ich komm da nicht hoch. Ah doch, hier so kann ich sprechen mit ihm, okay. Falls du den Vergnügungspark suchst, musst du da lang, okay. Der Eingang ist dort drüben am anderen Ende vom Strand. Alles klar, weiß ich doch. Lass mal hier alles nass machen. Zack, da kommen die Münze schon. Und eine Banane. Ich glaube, ich muss aber aufpassen, dass die Früchte nicht, ja, zum Beispiel Wasser haben. Das will der nicht haben, eine Ananas, ne? Ananas soll ich dann gleich mal retten. Sind hier doch nicht so viele Münzen? Oh. Ah, vielleicht muss ich doch nochmal in den Park. Ja. Nein! Toll. Ach, das ist noch ein, okay. Ist Bonnie neu oder was? Ich glaube, mit Yoshi spritzen. Muss man anschauen. Ey, was? Yoshi spritzt vielleicht nicht so weit, aber der spritzt dafür mehr, ne? Wow, Alter, erstmal das Ding weggeschossen. Ja, wie viel Münzen hier rauskommt, ey. Ist doch nicht normal, Leute, ey. Ich komme überall aus jeder Ecke hier. Also 100 Münzen, kein Problem hier, wa? Dann kann ich doch mal eben gucken nach Schmetterlingen. Da ist doch ein blauer, sehe ich doch schon. Eine Münze für keine Ahnung, wie viel Schmetterlinge, auch krass. Bestimmt fast 10, oder? Oh, die blaue Münze will ich haben, genau, danke. Ist vielleicht noch ein zweiter Schmetterling hier? Ich weiß, drin ist noch einer. Da ist echt noch einer. Geil. Dann haben wir ja jetzt schon zwei gefunden, ne? Also zwei sind auf jeden Fall noch drin. Drei. Blauer Vogel, nicht vergessen. Warte, wir haben Schmetterlinge, wir haben den über dem Piratenschiff. Wir haben Vogel drin. Da fehlt noch eine. Scheiße. Was sind die dann wieder? Egal, erstmal jetzt hier 100 sammeln. Ich glaube, hier ist nichts mehr großartig.
Jetzt hab ich auch so ein Loch im Schwitter, die vielleicht, das kann natürlich sein. Ich muss ja, glaube ich, wenn ich jetzt hier 100 sammle, 100 Münzen sammle schon, auch das Ding hier holen. Die sieht mir, ich kann ja, glaube ich, jetzt nicht reingehen, das ist ja egal, will ich auch gar nicht dann. Aber auf jeden Fall gleich nochmal nach Kapitel 6, da schon 100 Münzen, Leute. Und ich hab den Sand noch nicht mal richtig sauber gespritzt, ne, muss man jetzt mal dazu sagen. Aber was hier noch rauskommt, guck mal nochmal her. Alter, sind das viele Münzen. Ich hab ja gar kein Ende hier. Naja, also, wie gesagt, ne, ab Kapitel 5 oder ab Kapitel 4, keine Ahnung, wann die Viecher hier aufgetaucht sind zum ersten Mal. Wenn diese vielen Viecher hier sind, kann man hier gut 100 Münzen holen. Allein am Strand. In diesem kleinen Gebiet hier, ey. Noch mehr Münzen hier? Ja, tatsächlich. Das reicht jetzt aber auch. 122, da sind noch deutlich mehr. Man könnte noch reingehen, theoretisch. Will ich jetzt aber nicht. Nehmen wir die einfach mit hier. Bravissimo! Perfekt, Leute. Perfekt. So, schwupp. Ich hoffe echt, da ist nicht noch irgendwo was, das nur in einem Kapitel gibt, ey. Eine blaue Münze, ey. Dann habe ich echt keinen Plan, wo die ist. Aber geh nochmal rein. Wobei, es wird wahrscheinlich echt der Schmetterling sein, nur in Kapitel 6. Wegen Yoshi, weil der sonst nicht da ist. Aber wenn da noch eine ist, Alter, da bin ich richtig aufgeschmissen. Was blaue Münzen angeht. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Also, wenn jetzt hier noch irgendwo Schmetterling ist, dann habe ich verkackt. Übrigens nicht nochmal Yoshi. Hier draußen, sagen wir mal. Oder ich kann ja nochmal gucken, ob hier noch irgendwo Schmetterling ist. Ein blauer, natürlich nur, ne? Achso, die kommen wieder, die blauen, stimmt ja. Die geben dann nur nichts mehr. Ja, gut, dann scheiß drauf. Warte, ist da halt noch einer? Ich sehe aber links auch nur zwei, ne, die da rumfliegen. Nebeneinander. Ja, komm. Dann wird das auch alles sein. Ich frag mich, ob da nicht noch ein zweiter Vogel vielleicht ist. So habe ich den schon fertig. Kann eigentlich nicht sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Vögel abgespritzt habe. Guck mal, die kommen einfach hochlaufen. Passiert einem hier nichts. Bitteschön. Will der wieder? Der will diesmal wieder eine Banane haben, ne? Der Yoshi anscheinend. Jupp, Banane. Gibt's denn jetzt hier eine Banane, ey? Egal, ich geh erstmal aufs Piratenschiff hoch, hol mir die eine blaue Münze. Jetzt mal hier hoch, genau. Ey! Ich will hier hoch. So, die will ich haben. Blaue Münze. Mag ich die nicht besser, wenn ich da hinten noch einfach wieder hochgehe? Ich glaube schon, ne? Hier. Ja, müsste klar. Oh, die Achterbahn ist, stimmt ja. Da ist echt noch eine Bombe zu oben. Auf dem Holzding, guck mal. So, die haben wir erstmal, muss ich nochmal hoch. Dann muss ich da nochmal irgendwie hochkommen. Shit. Dann haben wir aber alle. Theoretisch. Schmetterling. Mit Yoshi. Die da oben. Und der Vogel da hinten. Ja, wo ist das Ding? Hier ist das Schiff. Ach da. Ist das noch ein Überschlag oder was? Oh ja. Oh ja, ich kann da knicken erstmal gerade. Hochzukommen. So, komm mal her. Ist aber auch steil, ne? Ja, da bin ich doch schon wieder unten, ne? Ah, ich hab die Banane aber gefunden, immerhin. Komm, dann machen wir das direkt. Ich will ja eh. Ach, und ich muss ja eh noch mit. Ach ja, ne, mach mal zum Schluss. Was war die da oben? Ich hätte gerne Raketendüse, sag ich ganz ehrlich. An der Stelle gerade. So, wie komme ich denn jetzt da? Na, oh, Mario, kein Scheiß machen. Komm ich denn jetzt da hoch? Ist die Frage.
Vielleicht im richtigen Moment auf das Schiff springen und dann da hoch? Das könnte klappen, oder? Ja, müsste eigentlich. Jetzt zum Beispiel, oder? Ja, okay, alles klar. Easy, eigentlich sogar. Perfekt. So, dann holen wir jetzt mal Yoshi. Der Dude darf dann den Vogel fressen und Schmetterlinge. Wie viele Schmetterlinge habe ich schon gefressen mit Yoshi? Kann aber eigentlich nicht sein. Eigentlich, ne? Auf einmal war es doch so. Mann, kann jetzt nicht wahr, kommt der da nicht hoch oder was? Muss ich echt außen rum? War es ja geil, wenn wir dann auch noch direkt alle blauen Münzen haben. Ey, guck mal Leute, 100 Münzen, hier ist noch ein Münzschalter, da kriegen wir auch noch richtig viele Münzen. Also das ist glaube ich an dem Ort echt am einfachsten, die zu kriegen. Im Park, ey. Also ich denke, was hier noch alles drin möglich ist, die Münzen bleiben ja erhalten, wenn man reingeht. Die werden ja nicht wieder zurückgesetzt, wenn man wieder auf Null. Glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, die werden nicht zurückgesetzt. Das würde mich stark wundern, wenn. Oh nein, oh verdammt, hätte ich vielleicht nicht, noch nicht fressen sollen, wartet mal. Ich hole mir nochmal eine andere Frucht eben. Das ist der Vogel schon. Damit ich nicht in den, ich hole mir jetzt nochmal was anderes holen, damit ich nicht in den Dings gerate. In den, ins Karussell. Aber ich will da noch nicht rein, ich will da jetzt erstmal Dings noch holen. So, wo ist jetzt der Vogel? Der blaue. Ich euch erstmal wegsnacken. Da ist er! Ich habe gerade gesehen. Da war er doch. Kleine Sau. Fress ihn doch! Yoshi! Schnapp ihn dir! Was für so eine lange Zunge! Da ist er! Snack ihn doch weg! Er kriegt den Vogel nicht. Man sieht den Vogel aber auch so schlecht, ne? Da ist er. Mann. Nicht da lang. Ober mir. Ist er wieder weg? Aha. Oh. Wow, 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 wow. War das viel fressen? Nerv mich nämlich ein bisschen. Da ist er wieder. Mann, jetzt ist er wieder weg. Ist er nicht. Ich beobachte den mal ein bisschen von hier. Der kommt, scheiße. Yoshi weg. Was will der jetzt für eine Frucht haben? Eine Ananas. Ich glaube, die liegt hier oben, ne? Genau, hier liegt sie. Aber jetzt war da oben schon Vogel bei. Also habe ich die schon mal weggespritzt, kann das sein? Weil die tauchen ja auch Vögel auf hier oben, auf dem Dings, auf der Veranda da. Der Vogel. Ist er da wieder? Der sitzt da wieder. Er fliegt los. Hab ihn. Direkt entgegengeflogen, der Arme. So, das war alle. Das war die 30. oder? Geil, Leute. Wir haben alle Münzen, alle blauen, in diesem, an diesem Ort gesammelt. Und jetzt auch den Geheimstern hier. Der sollte auch kein Problem darstellen, glaube ich. Ich will nicht wieder zu viel sagen oder zu große Mundwerk haben. Das ging letztes Mal auch schon schief. Hier hin. Oh Gott, wenn die jetzt hier verteilt sind auf dem Karussell, dann könnte er doch Problem werden. Und so auch, ne? Boah, echt an jedem Eingang oder was? Ich verarsche mich doch jetzt. Erstmal die hier holen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie übersehe hier. Hier ist schon mal. Hier sind ja schon mal zwei. Man hat auch viel Zeit, ne, muss man sagen. Seid noch bei Rot? Ne, bei Rot komme ich nicht durch, ne? Bin ich der Meinung. Ich gehe mal weiter. Wenn ich jetzt einen übersehen habe, dann wissen wir, dass wir nochmal hier gucken müssen. Ups. Oh, Glück gehabt. War fast zu früh. Hier sind doch gar nicht so viele, oder? Ist ja jetzt eine da oben. Zwei. Ich hab die ganzen Münzen hier. Noch da so rüber. Ah, hier oben sind noch welche drin, okay. Okay, da sind schon allein zwei Stück, okay. Okay, da oben, ja gut, da sind die alle hier. Ist ja schon mal gut, dass da hinten nur zwei sind. Habt ihr gehört? Ich kann das Ding in diesen Eisblock da oder was das sein soll, echt kaputt machen. Wir haben aber auch mehr als genug Zeit, Leute, ehrlich jetzt. Schade.
ja klappen können. Dann nochmal hier hoch. Perfekt. Und. Alter, ich da noch hochkommen oder was? Geht doch. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht runterfalle. So, der Schatten ist drüber, genau, wie Gott sagen, wenn ich das jetzt verarsche, der Schatten, ne? Nice, Leute. Paco Fortuna ist durch. Damit. Bravissimo. Jawollo. Speichern und weiter. Ist ja klar. So. Was können wir jetzt hier noch machen? Ich weiß es nicht. Ich könnte noch mal gucken nach 100 Münzen. Ich glaube, das lasse ich noch mal. War da hinten nicht noch was in der Ecke? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, was da ist. Könnte ich noch mal ein anderes Mal machen. Wir können auch noch einen neuen Ort besuchen. Ich glaube, die erste Mission, die geht noch relativ flott. Hier eigentlich fünften Ort im Spiel. Ich bin ja schon in nach Bayer Paradiso gegangen. Ist ja der sechste Ort nach der Statistik. Auch wenn ich mit der Meinung bin, man kann den wirklich als fünftes freischalten schon, aber was soll's. Hier kann ich auch noch rein, in die Röhre hier. Dann sehen wir wenigstens nochmal vom neuen Ort. Das ist auch was Neues hier. Perfekt. Oh nein, ach, ich weiß, was zuerst hier kommt. Ja, auch die magischen Mantas, stimmt. Das ist auch so ein Müll. Oh Gott, ich hab das immer gehasst. Liebe Sirena, magische Mantas, guckt euch mal die ganzen Schleime an. Elektroschleim ist auch neu, haben wir noch nicht gesehen in diesem Let's Play. Hier weiß ich auch gar nicht, wo die blauen Münzen sind, ehrlich jetzt. Ich glaube, hier an dem Ding war eine dran. Oder? Ah, vielleicht nicht jetzt. Kann auch sein. Das ist im späteren Kapitel ist. Wahrscheinlich, wenn die Fackeln hier überall noch dran sind. Ach so, übrigens, das sieht man jetzt nicht unbedingt von hier. Aber hier, dieses Gebiet hier vorne, ist optisch an einen Deko-Controller angelehnt. Kann man das irgendwie hier sehen? Die Sirena? Nee, leider nicht. Sanftes Meeresrauschen, einzigartige Sonnenuntergänge und romantische Diner. Diner, ne? Ich spiele jetzt Spezialität vom Luxushotel Hotel Defino. Das ist die Beschreibung von Lido Sirena. Ja, Leute, ich glaube, ich mache jetzt hier kurz einen Prozess. Hier ist das Hotel eigentlich. Unter dem Schleim hier, aber das wird sich jetzt nicht zeigen, wenn ich das jetzt hier wegmache alles. Denn. Ach, warte mal, ich mach doch erstmal alles sauber. Obwohl, nee, scheiß drauf, komm. Wir labern den jetzt an. Da kam eine Münze raus. Okay. Oh, sag mir, dass mein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fake aus. Hör zu, alles hat am Mittag angefangen. Dieses Manta-Ding tauchte auf. Es war hauchdünn, wie ein schwebender Schatten. Direkt das Hotel von damit mit diesem Elektroschleim. Dann, oh nein, mein schönes Hotel, das arme Gebäude. Es ist in diesem Schleim versunken. Warum gerade ich? Das Personal räumt auf, aber wo ist mein Hotel? Was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und... Ark, es kommt zurück! Das Ende ist nah! Unternimm etwas! Ich hab dieses Vieh gehasst wie die Best, Leute. So, da kommt die Bossmucke, die Mini-Bossmucke, sag ich jetzt mal. Das ist auch quasi Bosskampf, das kann man schon so sagen. Und die Mucke fand ich irgendwie mal geil. Das muss man sagen. Alter Scheiße, ist doch schon kacke. Ja, und schon erster Treffer. Ups. Schon nochmal darüber. Die muss platzen, geht doch. Du spritzt das mit Wasser, teilt es sich. Teilt es sich, genau. Auf einmal sind zwei Mantas. Ich habe sogar echt mal geguckt, weil der ja sagte, was von schwebender Schatten, ne? Ob oben drüber was fliegt, ne? Aber da ist nix. Leider. Erstmal die ganze Kleine hier noch erledigen. Alter, jetzt kommen schon diese Mini-Viecher da raus. Echt jetzt? Die Kleinen gehen doch richtig auf den Senkel später. Muss ich deshalb direkt erledigen. Boah, aber sieht auf einmal so lila. Obwohl, ich glaube, die kommen immer noch auf mich zu, wenn ich genug erledigt habe, oder? Deswegen erstmal hier alles kaputt machen. Aber alles, was ich mir nehmen, was ich kriegen kann, nehme ich auch mit. Verdammt! Scheiße. Oh, da kommt schon die große wieder. Alter, ist das hier alles dreckig. Wollen die mich verarschen oder was, die Viecher?
Kann ich mal bitte die Wasser auffüllen, danke? Hey, ich hau sie noch ab, die haben Angst. Okay. Wenn sie so klein sind. Was heißt ganz großer, da kommen sie alle auf mich zu. Das hat sich kleinere Ziele auf, ja, weiß ich doch. Ich erwische auch nur die Kleinen nicht, das ist das Problem. Die muss ich aber, ja, die hauen aber alle, echt alle ab von mir, wenn die so klein sind. Ich muss echt erst die Größen alle platt machen. Ich zieh mich dann, aua, ey! So, wo sind jetzt die Kleinen alle? Müsste jetzt mal länger kommen, oder? Ich krieg die doch sonst nicht mehr. Na, muss ich die in die Ecke. Ne, guck mal, die können. Ja. Die können nicht wirklich abhauen. Wann werden die denn mal lila jetzt hier? Damit die, oder pink, damit die mich angreifen. So, aufpassen, also wenn ihr. Einzig Gute ist, wenn der Schleim so dünn ist, kann ich den ruhig manchmal da durchrennen. Aber nicht immer, ist das Problem. Immer noch nicht. Oh, schon voll viele Licht jetzt. Shit. Oh, die rennen manchmal so mich rein, ne? Wartet mal, Leute. Eine Idee. Das ist doch ein großer, guck mal. Kannst du mal sehen. War ein größerer. Jetzt greifen sie an. Jetzt jagen sie mich, okay. Das wollte ich doch die ganze Zeit haben. Die Mission ist auch nicht weniger wegen dem Mantas-Essen, sondern eher wegen dem Nekroschleim. Das kann ich eigentlich so machen die ganze Zeit. Am besten am Strand. Jetzt kommen sie ja eh auf mich zu, jetzt jagen sie ja mich. Ja, da werden immer ein paar viele hier gerade. Ich erwische auch nicht alle. Guck mal, der eine hier. Jetzt habe ich ihn, okay. Wie voll geht das nämlich? Wartet mal. Hoch. Ging hier nochmal den Mu, scheiße. Oha, okay, getroffen. Wie viele sind denn da gewesen, ey? Ja, schon viele geworden, wa? Holy moly. Warte mal so. Genau, den war eigentlich den Move. Ah, der erwischt, jawohl. Ah, der Move ist echt Gold wert, wenn man den drauf hat. Dann sind die richtig schnell weg. Ja, den kannte ich früher nie so wirklich. Also, als ich die erste Mal schon gezockt habe, irgendwann bin ich da mal auch mal hintergekommen, wie der geht. Zum Glück gibt es den auch in der 3D All-Stars Version noch. Ein Glück, ey. So, das Hotel Delfinus wieder zurück. Da ist eine Insignie, wir haben auch keine blaue Münze, ist das Problem. Aber egal. Weil wir können auch mit dem Typen labern, der ist bestimmt dankbar und so. Die Gäste beschweren sich hier, dass das Hotel nicht da ist. Wofür zimmert sich da? Fantastisch, du bist großartig, du bist mein Held. Ich habe mein Personal losgeschickt, das Ding loszuwerden. Ich kann es nicht glauben, dass du es geschafft hast. Na, da kennst du mich aber schlecht, Kollege. Weil anscheinend scheint Mario, Eevee scheint sie dir zu kennen. Aber Eevee auch nicht. Bam, so, da ist die Insignie. Nummer 59. Rechnen wir die blauen Münzen drauf, ist das die 73. schon? Perfekt, Leute. Haben wir noch einen neuen Ort gesehen. Eine ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich ätzende Mission eigentlich. Ist aber jetzt geschafft, die müssen wir nicht nochmal machen. Zum Glück. Vielleicht müssen wir nochmal rein wegen der blauen Münze, die es vielleicht nur im ersten Kapitel gibt. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber Leute, darum kümmern wir uns nicht mehr heute. Das war's nämlich für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschö mit Ö. Euer Basukasu.